Voll krass. 7 Tage, 24/7 live. Boah, ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Haustour auf Madeira und große Ankündigung. Und ja, ich geier ein bisschen auf die Haustour, weil ich möchte sehen, wie Reef lebt. Das interessiert mich. Und ich hoffe, euch interessiert das und wir gehen da jetzt rein. Leon, moin. Freunde, ich glaube, ihr könnt es nicht glauben, ich kann es auch nicht glauben. Es passiert, ich nehme ein Video für YouTube auf und nicht aus dem Stream, sondern actually für YouTube. Also willkommen zu, man hätte nicht gedacht, dass es jemals passiert, aber es ist passiert. Ist Lautcheck okay? Ja. So viele Überraschungen, YouTube-Video und die Haustour. Für die Leute, die es nicht wissen, ich wohne jetzt seit 2,5 Jahren auf Madeira und jetzt seit ungefähr einem Jahr, vielleicht sogar 1,5 in dem Haus hier. Und ich habe immer versprochen, dass ich es zeige und ich habe es immer nur so ab und zu gemacht und so ein bisschen und ja, heute machen wir es so richtig, deswegen I show you the house. Aus gegebenem Anlass ist es ordentlich, weil ich ab morgen, also wenn ihr das Video seht, am selben Tag einen 7-Tage-Stream mache, aka so, auf dieser Couch habe ich auch gesehen. Und 24... Voll krass, 7 Tage, 24/7 live. Boah, ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Auch mit Schlafen und so, ich würde mich mega unwohl fühlen, wenn ich onstream schlafen müsste und boah... Also mein Respekt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde. No, I don't think so. 20 Stunden, 7 Tage lang live sein. Ja, das ist krass. Und deswegen haben wir aufgeräumt und so ordentlich wird es nicht nochmal. Do it? No. Diese Haustour. Ja, jetzt gerade, wie gesagt, sind wir im Wohnzimmer. Da musst du ja auch, du musst ja übel viel vorbereiten und vorplanen. So, nee. Wohnzimmer ist quasi mein Eingangsbereich. Und auch gleichzeitig, wenn wir uns umdrehen, ist hier auch direkt, da ist jetzt gerade das Audiozeug, aber ist ja auch die Küche und Esszimmer und alles Mögliche. Die Küche war mal ockerfarben, es war grauenhaft. Ich habe sie gestrichen, jetzt ist sie weiß. Jetzt ist sie sehr erträglich, sie ist leider nur sehr klein. Das Haus, wo ich drin lebe, und hat cute. Circa so 70 bis 80 Quadratmeter Wohnfläche. Nice. Das ist für eine Person completely fine. Es ist ein kleines, wie man so schön sagt in Deutschland, ein tiny house. Obwohl es eigentlich eine normal size small Wohnung Ding eher ist. Es ist ganz funny. Ach so, bezüglich der Couch, weil ich bin falls... Tiny house bei der Quadratmeteranzahl, das ist doch mehr als ein tiny house, what the fuck? Ich hoffe, euch gewundert haben, wie ich auf dieser Couch schlafe. Ich zeige euch was super cooles, okay? Okay, zeig uns. Boah, so cool. Hier ist eine Matratze. Es ist einfach ein normales cool. Bett. Es ist so cool. Immer wenn ich Leute hier habe, würden sie, ja, ihr könnt ja auch pennen auf der Couch, das Platz und alle so, ich weiß nicht. Und dann fahre ich die Couch aus und auf einmal pennen okay, hier so das fünf aber, Leute drauf. Das ist aber echt huge, das ist übel groß. Das ist nice. Das ist so, nice. Du, beste Nacht eures Lebens. Huge so Matratze. Also die Couch ist sehr, sehr cool und da werde ich dann pennen und auf dem Fernseher hier werde ich dann... Chat sehen oder einen Film oder irgendwas. Das wird cool. Es wird eine große Übernachtungsparty. Weiter geht's. Hier haben wir jetzt... True, einfach Pyjama-Party mit Chat die ganze Woche. Ich bin hier in der coolste Raum in meinem Zimmer. Mein Streaming-Raum. Komm, wir sind Black, was geht? Atien, hi. Wieder hi. Ja, ich fühle den Raum sehr. Ich habe heute noch den Tisch bekommen für mein Pioneer, für mein DJ-Setup. Alles angeschlossen. Nice. Der PC von Hightech. Super schön. Mit dem Mirror-Ding, super clean. Sie finde ich das ganze geil. So cool aus. Ja. Da oben sind die Dinger dran für VR. Das wird es irgendwie auch im Stream geben. Und sonst, ich glaube, man kennt das Ganze so ein bisschen. Buba Setup. Sehr nice, sehr clean. Ich mag das, dass das so dunkel ist. Ja, würde ich mich genauso dran setzen. Aus nice. Der Perspektive, dazwischen steht mein Monitor, so normalerweise die Kamera. Und filmt dann quasi hier sehr auf dem nice. Stuhl drauf. Und ja, das Setup ist, ich mag das Setup sehr, sehr gerne. Also, das sieht ich auch gut aus. Ich aus dem Video die meiste Zeit. Und der Rechner, dieses Mirror-Effekt im Rechner, das sieht auch sehr geil aus. Am Tag und ich mag den Raum sehr gerne. Da ist meine Lage. Sind die Lichter indirekt besser? Ja, habe ich auch so. Also ich habe ein Keylight und das steht so halb über der, also hier ist so die Cam und hier drüber ist so das Keylight, so halb versetzt. Und ich habe das auch umgedreht, weil das ist dann einfach nicht so, das ist nicht so hart im Gesicht. Also das Licht ist halt weicher, also wenn du das gegen die Wand strahlst und dann glänzt du nicht. Deine Gesichtszüge sehen dann einfach ein bisschen weicher aus, als wenn ich das so direkt anstrahlt in your face. Lavalampe. Schön, ne? Ja, dieser Raum macht mich sehr happy. Wir hatten zwischenzeitlich ein bisschen Probleme mit dem VR-Ding, weil in einem Raum also ich spiegelnde besser. Oberflächen sein sollen. Wenn man sich überlegt, boah, was spiegelt denn hier? Vielleicht ist es die Lampe, vielleicht spiegelt die Lampe zu sehr. Ich weiß es nicht. Oh. Ja, hier ist ein 2,40 Meter auf 2,40 Meter großer Spiegel.
Oh, dann perfekt. Haben wir jetzt noch Vorhänge gekauft, damit wir da Folge dran machen können, dass der Spiegel nicht spiegelt. Damit dann alles klappt. Die Tür da, falls ihr euch fragt, wo die Tür hier hinführt, die Tür ist eine zweite Eingangstür. Ich weiß nicht, warum ich zwei Eingangstüren habe, die literally nicht mal einen Meter voneinander entfernt sind, einfach nur in einen anderen Raum reingehen. Aber theoretisch habe ich zwei Eingangstüren. Ein Meter nebenan. Why? Okay, nächster Raum. Tatsächlich ist es in vielen portugiesischen Häusern so ein Ding, sehr viele Bäder zu haben. Also ich habe euch ja gesagt, wie groß das Haus ungefähr ist. Ihr seht es ja auch, es ist nicht super groß. Ich habe trotzdem zwei Bäder. Das ist ganz cool, das ist quasi das Gästebad. Oh, schön. Oh, schön eingerichtet. Schön. Sehr schön. Tatsächlich war die Einrichtung und die Möbel auch schon alles hier drin. Ach echt? Abgesehen vom Streaming-Raum, okay. Den habe ich selber eingerichtet. Der Rest war okay, tatsächlich, krass. Ja, tatsächlich alles schon drin. Jetzt gehen wir hoch. Dafür, dass das auch... kann ich reden? Ich denke nicht. Nochmal neu. Dafür, dass die Möbel vorher drin waren, sind das sehr schöne Möbel. Weil eigentlich ist es ja immer sehr sporadisch und einfach eingerichtet, wenn man eine Wohnung übernimmt, wo Möbel drin sind. Aber sehr schön. Also das Bad ist richtig nice. Hoch, jetzt habe ich eine zweite Etage. Eine schöne Bilder. Die sind toll. Das war auch Teil meiner Einrichtung. Licht an. Sehr so, toll. Dann haben wir hier nochmal ein Bad. Mit denselben Fliesen wie unten, nur in Blau. Yeah, okay. Ist halt ein Bad, ne? Und okay. Mein Schlafzimmer. Was ich jetzt die nächste... Das ist nur in Deutschland so. Kann sein. Da habe ich leider keinen Vergleich. Eineinhalb Wochen oder so nicht benutzen würde. There we go. Ich finde es auch ganz cool. Oh, der Riesenbär. Das kann ich erklären. Das ist nicht das, wonach es aussieht. Ich kann jetzt nicht sagen, ich habe nichts verschwiegen. Das ist unglücklich ausgedrückt. Ja, der Bär. Ich habe ihn im Supermarkt gesehen. Und dann war da noch ein zweiter. Süß. Und der tat mir so leid, weil er alleine war. Deswegen haben wir noch einen zweiten davon gekauft. Und das ist bei Chris. Er ist süß. Er ist groß und süß und weich. Und cute. Er tut sich gut auf meiner zweiten Betthälfte. Sonst wichtig, wichtig, der Malefiz-Pokal. Für die okay, also ich muss sagen, das ist gar... Also die Tapete finde ich schrecklich. Und die Lampe auch. Und den Spiegel auch. Aber ich will nicht fronten. Aber es ist nur mein persönlicher Geschmack. Ich habe sonst die ganze Zeit Props gegeben. Das Bad fand ich bis jetzt am schönsten. Gaming Room würde ich 1:1 so nehmen, auch mit dem Hintergrund und so. Aber das Schlafzimmer, girl, no, no. Für den Gewinner des Malefiz-Turniers. Ich bin zwar theoretisch nicht die aktuelle Malefiz-Gewinnerin, aber wir haben die Regelung, dass wenn jemand... Also ja, ich finde es auch sehr altbacken. Und ich persönlich mag sowieso keine hellen Möbel. Obviously. Ich feiere schwarze Möbel. Obwohl das eigentlich auch ziemlich dumm ist, weil wenn du viel mit RGB arbeitest und so, beziehungsweise mit diesen LED-Stripes, dann ist es eigentlich sinnvoller, sich weiße Möbel zu holen. Da ist der Kontrast einfach höher. Keine Ahnung, das leuchtet dann mehr. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ist auch einfach so. Aber schwarze Möbel sind geil. Die sehen einfach besser aus. Ich will nicht nur wegen LED mir weiße Möbel holen. Weil wenn die Lichter aus sind, dann sieht schwarz besser aus. Finde ich. Ich mag diesen dunkleren Einrichtungsstil mehr. Das ist mir zu bunt. Das Mensch ärgert dich nicht nur nervig. Zu bunt und zu hell. Jungs. Wer den Malefiz-Pokal vergisst mitzunehmen, nach einer Woche gehört ja, er dem... Ja, weil es reflektiert besser, deswegen ist es sinnvoller, sich so ein Gaming Room in weiß einzurichten. Wenn du halt, wie gesagt, viel mit Licht arbeitest, aber ich finde dunkel trotzdem schöner. Vorherigen Gewinner, und das bin ich. Chris hat vergessen, ihn mitzunehmen. Mein Front Pokal. An Isa. Bro, das sind keine Fronts. Das war kein Front an Isa. Das war auch gerade kein Front an Reef. Das ist einfach nur meine persönliche Meinung. Chill. Ansonsten, ja, ich habe überall im Haus diese bunten Lichter. Ich finde halt LEDs ganz cool und ich kann die auch alle anpassen. Und sonst hier überall random Sonnenbrillen rumliegen, die ich in meinem Leben niemals tragen werde, weil sie viel zu edgy geil. Sind und ich gar nicht die, so edgy doch, bin. Aber die ist voll, doch, die ist geil. Bestellt, weil ich dachte, vielleicht bin ich edgy genug. Aber da habe ich noch eine Lavalampe, weil jeder Mensch braucht zwei Lavalampen. Okay. Und ich habe noch einen Balkon. Ja, Lavalampen sind geil. Ich zeige euch schon mal bei Tags. Er sieht halt super wack Tags aus. Nachts ist sehr cool, dann sind hier überall Lichter und Lichterketten und alles. Aber hier, ist hier, cute. Ich jetzt gerade rede, wird eingeblendet wieder. Der Baum ist schön. Was ist das für einer? Sind da irgendwelche Früchte dran oder so? Sieht cool aus. Das Ganze ist bei fein. Nacht, das sieht cool aus. Das könnte ist, man... Da kann man es schon sehen. Also, könnte man way more draus machen. So, keine Ahnung, vielleicht hier noch... Also, mit so Decken und noch anderen Teelichtern und... Noch mehr Pflanzen, aber ja, auch da wieder Geschmackssache, keine Ahnung. Passt auch so sehr gemütlich. Da kann schon. Man sich schon mal. Mizi, was geht ab? Hallo Sonnenschein. Ja, das war meine Haustür. Ja, da eine Pfeife. Ich hoffe, dir hat euch gefallen. Da eine Pfeife. Aber ihr fragt euch jetzt bestimmt, okay, Antonia, du machst den 7-Tage-Stream. Willst du nicht vielleicht auch irgendwie cool kochen? Deine Küche ist wack. Vielleicht denkt ihr das gar nicht. Ich denke es auf jeden Fall. Die Küche ist auf jeden Fall nicht so cool für Kochstreams. Deswegen dachte ich, wir drehen die ganzen Sachen bei meinem Nachbarn. Wir drehen die Kochstreams und die Barsachen bei meinem sehr seltsamen Nachbarn. Und ich würde sagen, wir gehen da jetzt mal hin. Und dann zeige
zeige ich euch noch ganz kurz. Seltsamer Nachbar. Für die nächsten Tage dort. Achso, der 7-Tage-Stream. Ich weiß gar nicht, ob ich es erklärt habe, genau was es ist. Für den 7-Tage-Stream. Er startet am 7.7. ab 16 Uhr. Deshalb da, wenn ihr einschaltet auf meinem Twitch-Kanal, werde ich durchgehen. Das geht's dir gut? Das finde ich sehr cool. Das heißt, würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und jetzt weiter, wir gehen jetzt zu meinem komischen Nachbarn. Der komische Nachbar. Sieht lustig aus. Sieht aus, als wären meine Beine so lang, weil das so weit weg ist. Nee. Merkt man. So, da sind wir. Wir belästigen jetzt den Nachbarn. Wuff. Nein, wir kaufen keine Staubsauger. Hallo? Hallo? Du hast schon ein Funkmikro an. Das ist ein Zufall. Mensch, da kommen wir rein. Ja, wir werden das meiste von Wer ist das? Den Kopf sagen, bei Chris drehen. Weil Chris aber nicht coolere Küche hat. Chris, du bist vor, übel laut spellen. Das heißt hier, wenn wir dir jetzt die Kostüme machen, das ist eine coolste... Jo. Jo. Buba-Küche. Buba-Küche. 1:1 würde ich das so nehmen. Ja, sehr geil. Ich mag das einfach. Ich mag so schwarze oder graue Möbel. Das Holz hätte noch... Ich glaube, ich würde es besser finden, wenn das Holz so ein richtig dunkles Holz wäre. Ich glaube, dann wäre es noch geiler, aber... Auch so. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Küche, in der ich je gekocht habe, glaube ich. Oh. Ist es okay, wenn es in der Küche brennt? Ja. Haben wir was gegen Ist es so abgespaced? Ich finde das gar nicht abgespaced. Ich finde das sehr schlicht. Ich finde, das sieht sehr clean aus und basic und sehr minimalistisch irgendwie. Oder? Ja, da 5 Stunden eine Nudelsuppe kochen. Boah, Poggers. Da sehe ich mich. Nee, aber das wäre gut, wenn wir noch... Das haben meine Eltern auch. Das haben meine Eltern auch, das für Fleisch zu machen. Ja, keine Ahnung. Just saying. Azad, was geht? Wir nehmen ihn mit. Oh, wir machen übrigens auch einen Kochkurs mit einem sehr guten Koch, einem Kumpel von uns. Und jetzt kommt dann noch ein sehr cooler Bereich. Let's go. Yes, this one in Germany we call this... Okay, das wäre mir jetzt zu clean. Das wäre mir jetzt zu clean und zu hell. Aber wie gesagt, ich sag nur mein persönliches Empfinden. Ich feiere einfach dunkle Möbel und wenn das so richtig moody ist und alles dunkel und so voll in deinem Kämmerchen sitzt und weiß nicht, das ist mir zu hell. Meine Augen. So Junge, rein. Einfach White Mode. Einfach White Mode. Ein Sex on the Beach. Oh, okay, das dauert jetzt. Nein, war ja gar Koch- und Grillstreams, ne? Ja, vor allem aber auch krass, sehr geil. Imagine einfach eine Bar haben in deiner Wohnung. What the fuck? Dieser andere Flex. An der Ecke mal, ich da mal auflege oder so, weil es sind sehr coole Bereiche, vor allem bei Nacht. Das ist echt geil. Wir blenden hier mal noch kurz einen kurzen Clip an, wie das Ganze bei Nacht aussieht, weil es sieht da nochmal besser. Ujo, geile Farben. Sick. Ich will auch eine Bar haben. Chat, scheiß auf Gaming Room in meiner neuen Wohnung. Ich stelle mir da eine Bar rein. Geil. Auch mit der Sitzecke hier. Das nochmal ist gerne der Peak von dem Haus. Wenn ihr sehen wollt, wie das ganze Haus aussieht und wie es auch vorher aussah, weil Chris hat hier mit dem Team unfassbare Renovierungsarbeiten geleistet. Also wirklich absolut crazy. Stell euch vor, hier war alles hässlich. Mit Terrakotta-Fliesen auf dem Boden. Oh, auf jeden Fall, wenn ihr das sehen wollt, das Video kommt die Tage bei ihm online. Checkt das auf jeden Fall ab. Und wir sehen uns dann hoffentlich die ganzen nächsten 7 Tage im Stream. Twitch.tv/TV. Weil dort werden wir 7 Tage lang live sein bei mir im Haus, was ihr gerade gesehen habt. Du wirst, was geht. Wir werden eine riesen Übernachtungsparty machen. Es wird sehr cool. Also lasst dem Video ein Like da und schreibt in die Kommentare, wie ich mich angestellt habe bei einem YouTube-Videodreh. Okay, tschüss! Sehr gut. War nice, I enjoyed. Gutes Video, 2 gute Wohnungen. Sehr gut.